Hallo im super schmissigen Friendbow. Super, wirklich tolle Musik für ein Wartezimmer. Ich würde auch nicht verrückt werden. Und wir müssen irgendwie, wir sind bei der 01 und wir haben die 07. Ja, ich fange mal mit dem was auch immer an. Ach Gott, dem Hund, den habe ich gar nicht gesehen vorher. Ach, du Heilige. Ah, am Anfang hat Warten noch Spaß gemacht. Jetzt ist es langweilig. Warten. Oh, Jirene, wow. Ich glaube, mein Horn wächst nicht wieder nach. Darum werde ich bald sehr wütend sein. Siehst du die Anzeige? Ich habe Nummer 2. Ich bin fast dran. Klar. Mein Rotauge ist kaputt. Das große Auge hat es mir gesagt, weil sie alles sieht. Das muss die Anzeige für die Zahlen sein. Ha, ich habe Nummer 7. Es wird ewig dauern, bis ich dran bin. Ich brauche eine bessere Nummer, wie Nummer 2. Okay, er hat ja Nummer 2, ne? Nein. Gut. Gib mir dein Ticket, oder? Könnten wir unsere Tickets tauschen? Ich habe Nummer 7. Nein, ich muss wissen, ob ich Schmerzen habe. Ich muss wissen, welche Krankheit ich habe. Was ist, wenn ich herausfinde, welche Krankheit du hast? Gibst du mir dann ein Ticket? Klar, wenn ich noch da bin, wenn du zurückkommst. Ich gebe dir mein Ticket nur, wenn du herausfindest, welche Krankheit ich habe. Das mache ich wie? Was? Wie mache ich das denn bitte? Woher, was? Kann ich wieder hoch eigentlich? Also jetzt weint die oder wie? Kannst du bitte wieder aufwachen, Mabuka? Ah, ich habe so viele Fragen. Was bedeutet es, der Schlüsselhüter zu sein? Haben wir irgendwas vergessen? Was wir vielleicht brauchen können? Wir sollen herausfinden, was er hat? Wie denn? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Da sind Zähne. Hier ist noch das Telefon. Was ist denn eigentlich mit dem Telefon? Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, sind ganz schön viele Zahlen. Untersuchen. Ich habe keine Ahnung. Was es hier auf sich hat. Was für ein großes Auge, ja, ja. Was für ein großes Auge. Ich glaube, hier können wir auch nichts mehr machen. Weiter, mehr und so. Aber hier will auch keiner mit uns reden, ne? Psst, du bist doch nicht dran. Okay. Abgeschlossen. Hä? Ja. Ich kann das aber auch nicht. Irgendwie, nein. Nein, das können wir auch nicht machen. Natürlich nicht. Warum sollten wir auch? Nein. Was? Können wir unsere Tickets tauschen? Ich habe Nummer 7. Nicht wirklich, mein. Kein Interesse. Könnten wir unsere Tickets tauschen? Ich habe Nummer 7.
Davon habe ich ja nichts. Tut mir leid, aber nein. Dem vierten Horn? Können wir nicht der Ziege um ein Horn abschneiden oder so? Könnt mir unsere Tickets tauschen? Ich habe Nummer 7. Ich würde dir gerne helfen, aber ich muss mir jetzt selbst helfen. Also nein. Ach ja, gut. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Was? Ich hab keine Ahnung. Ach, zieh einfach eine Nummer und warte, bis du dran bist. Negativ. Hä? Ich hab... Guck mal hier, schneid dem Ding mal das ab. Nee. Vielleicht der Eber? Nein. Vielleicht. Nein, auch nicht. Natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, was wir machen sollen. Ich weiß es nicht. Psst, Mabuka träumt von ihr. Malt einen fauligen Schädel mit Zähnen, trinkt eine Träne voller Angst. Sie grinst, während das Blut deiner Augen ihre Seele umschmeichelt. Das klingt nett. Wirklich sehr nett klingt das. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Er hilft uns auch nicht weiter. Was? Ich weiß nicht. Hilfe! Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich irgendetwas übersehen? Meine Mutter malte mir diese Blume. Ich habe eine Freundin mal belogen und gesagt, ich hätte sie selber gemalt. Aber dann habe ich ihr die Wahrheit gesagt und sie sagte, es ist okay. Fein. Das bringt mir nur gerade nichts. Das Ding ist, ich würde irgendwie gerne versuchen, dieses Buch irgendwie zu benutzen. Da ist Mabuka. Eieiei. Aber was? Das ergibt irgendwie alles keinen Sinn gerade hier. Das... Ich weiß es nicht. Kann uns das Auge irgendwie helfen? Entschuldigung, ich brauche deine Hilfe. Natürlich tust du... Nemo, natürlich tust du das. Wie kann ich dir helfen? Ah! Ah! Kannst du mir sagen, an welcher Krankheit die Kreatur mit der Ticketnummer 2 leidet? Er wartet im Wartezimmer. Schauen wir mal. Ich sehe ihn, aber so wie ich das sehe, ist das keine Krankheit. Es ist nur ein Kopfschmerz, ausgelöst durch zu wenig Leid in ihm. Wow, kann man ihnen irgendwie helfen? Ich brauche sein Ticket. Ja, wenn du so viele Tränen weinst, dass du diese Flasche füllst, geht es. Aber vergiss nicht, die Tränen müssen von echtem Leid verursacht werden. Das wird kein Problem sein, mein Leben ist momentan sehr problematisch. Ich dachte, alles wäre besser, wenn mein Kätzchen und ich nach Hause kämen. Komm. Aber jetzt ist alles so verwirrt. Tante Grace ist total verrückt. Es war schrecklich, mit ihr zu sprechen. Ich habe ihr wirklich vertraut. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Mabuka sagte, dass ich für etwas ausgewählt würde. Aber sie ist wieder eingeschlafen und beantwortet meine Fragen nicht. Ich brauche meine Katze. Die Umarmung von Mr. Midnight sind mein größter Trost. Ich will ihn nur finden, damit wir nach Eterster gehen und glücklich sein können. Okay, und jetzt führen wir die... Natürlich, da kann man doch auch drauf kommen.
Herrlicher Schmerz, so tiefgründig. Du meine Güte. Die Flasche ist nun gefüllt mit deinen Tränen. Gib sie dem Wesen, das dein Ticket hat. Geh jetzt, die Zeit wartet auf niemanden. Danke, ich gehe jetzt. Tschüss. Natürlich, da hätte man ja... Ich habe gerade einfach nur... durchklicken und so. Ja, natürlich. Die Musik hier. Woo! Super. Schmissig. So. Na dann, hopp, hopp. Hm. Hier, trink das, dann fühlst du dich besser. Oh, willst du mich vergiften? Na, wie süß. Schauen wir mal. Schmeckt wie das tiefgründigste und dunkelste Elixier, das ich je getrunken habe. Gib mir mehr, gib mir mehr. Nein, lass mich in Ruhe. Du hast gesagt, ich bekomme dein Ticket, wenn ich dir helfe. Okay, okay, bitteschön. Juhu, wir haben Ticket Nummer 2. Und danke, deine Tränen schmecken sehr, sehr lecker. Na, super. Tschüss, was auch immer du bist. Hey, wir sind dran. Geil, was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Abgeschlossen, aber es gibt gar keinen... Achso, müssen wir erst mit ihr reden? Psst, du bist noch nicht dran. Klar bin ich dran, guck mal hier. Hallo, Patient Nummer 2. Wir tun, was wir können, um sie zu retten. Hast du einen Termin? Nun, nicht wirklich. Sie haben gesagt, ich soll eine Nummer ziehen und warten. Tut mir leid, wir helfen Kranken ohne Termin nicht. Aber ich bin nicht krank. Ich habe mein Kätzchen verloren und will ihn wiederfinden. Ein verlorenes Kätzchen? Keine Sorge, das ist eine natürliche Reaktion auf deine Krankheit. Du hast aber Glück gehabt. Viele verlieren stattdessen den Verstand. Ha, Glück. Wie bekomme ich denn einen Termin? Ah, ruf mich einfach an. Hier ist meine Karte mit der Telefonnummer. Was? Oh Gott, das müssen wir... Was? Warum muss ich sie anrufen? Warum können sie nicht jetzt einen Termin ausmachen? Oh, das wäre ja albern, denn jetzt gerade warte ich mal auf deinen Anruf. Ah, na gut, ich rufe sie dann mal an. Was steht da drauf? Sind Sie verrückt? Rufen Sie uns an. Na dann, legt mal los. Ach du meine Güte, das muss ich mir aufschreiben. Aufschreiben muss ich mir das mal. Ah, 01-221-217-276. Na, ein Traum. Dann gehen wir mal zum Telefon und ich frage mich noch, was wir mit dem Telefon machen können. War das hier? Ja. Dann legen wir mal los. Und ich habe so ordentlich geschrieben. Ach Gott, nee, das ist ein Traum. Friend, du denkst mit? Super. 0-1-2-2-1-2-1-7-2-7-6. So. Oh, hallo. Ja, sie sagten, ich sollte anrufen, um einen Termin zu machen. Frambau. Was? Frambau hier. Ich habe jetzt Zeit. Nein, ja, ich habe Augen. Wirklich, okay? Was? Wir sehen uns in einer Minute. Gut, danke, tschüss, ja, tschüss. Achso, man spricht hier nur Fran. Okay, ich glaube, wir haben einen Termin bekommen. Mit den Augen. Wir haben was mit den Augen anscheinend. Können wir jetzt hier rein? Hallo, Patient Nummer 2. Haben Sie einen Termin? Ja, Fran Bauer ist mein Name und der Termin ist jetzt. Ich schaue mal ins Archiv. Archiv. Ja, da sind Sie. Der Doktor wird in einer Minute da sein. Einfach durch die Tür. Rechte Tür gehen. Okay, danke. Um Gottes Willen. Wer ist denn der Doktor hier? Was? Tut mir leid, habe ich Sie erschreckt? Nee, Moment. Tut mir leid, habe ich Sie erschreckt? Sie sehen recht blass aus. Ich dachte, er sagt das, was auch immer das ist. Puh, ja, ein Albtraum. Du siehst aus wie ein gesunder Mensch. Was? Oh, danke, glaube ich. Wenn ich bitten dürfte, ich habe einen Termin. Ah, ist mir eigentlich egal, weil es mich nichts angeht. Tschüss. Du. Wow. Um Gottes Willen, was war das? Natürlich! Du hast noch nicht beschlossen, dein Leben zu beenden. Ist der Schmerz noch nicht genug? Du bist Remo, oder?
Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich angemessen vorzustellen. Traurigerweise kann ich in der dritten Realität für eine lange Zeit nicht gesehen werden. Ich bin Remor, der schreckliche schwarze Prinz der Dunkelheit. Ich weiß, wer du bist. Tu nicht so, als wäre nichts passiert. Hast du meine Eltern getötet? Wo ist meine Katze? Was hast du Dr. Dern angetan? Ich genieße es sehr, das Leid aus deinen Augen tropfen zu sehen. Davon ernähre ich mich. Du bist die Manifestation meiner Gelüste. Ich benutze dich für alles, was ich will. Du unterstehst meiner Macht. Das stimmt nicht. Nicht mehr. Du trickst mich nicht mehr aus. Sag mir, warum hast du meine Eltern getötet? Warum? Du unterstellst mir, dass ich so etwas Schreckliches getan habe. Ich habe dich in der Nacht vor meinem Fenster gesehen. Du musst es gewesen sein. Du vertraust deinen Augen so sehr. Ah. Hast du nicht gelernt, dass die menschlichen Rezeptoren schwach sind? Dein Körper ist zerbrechlich, einfach zu verderben. Oh oh. Ich glaube, er will uns sagen, dass wir nicht... Oh Gott. Gut, ich hatte das ja schon kurzzeitig vermutet. Ich kann aber irgendwie dem Spiel nicht trauen. Ich weiß nicht, ob das... Ist das wirklich so? Nein. Das kann nicht sein. Hör auf. Ich habe es nicht getan. Ich war es nicht. Hör bitte auf. Oh. Wer war es, Liebling? Wer hat deine Eltern getötet? Alter. Das matte kleine Vieh muss leiden und sterben, bevor es ein Stern wird. Die arme Fran. Haben wir? Also es würde natürlich einiges erklären, wenn wir unsere Eltern getötet haben. Das würde wirklich einiges erklären, aber da muss doch schon vorher mit Fran was nicht richtig gewesen sein. Ich habe meine Eltern nicht umgebracht. Habe ich nicht. Das Monster will mich reinlegen. Das weiß ich. Jeder ist hier verrückt. Ich muss mein Kätzchen finden und abhauen. Ja, das... Ein Tag mit Wasser. Gut. Wenn ein Kamala vorbeikommt, weiß ich, was ich tue. Oder wenn ich Durst habe. Das Rückgrat. Jeder Mensch hat sowas. Mehr oder weniger. Ich kann immer ein Gespräch so anfangen. Hallo, wir haben beide ein Rückgrat. Ist das nicht super? Moment, ich mach mal kurz so. Ah, ohne Haut würden wir so lustig aussehen. Ja, super lustig. Das Gehirn hat viele verschiedene Teile. Wie eine komplizierte Maschine. Ja, die braucht auch Energie. Warum hat das Gehirn zwei Seiten? Kätzchen, mein Liebling, ich bin für dich da. Geht's dir gut? Was? Kätzchen, antworte mir. Was ist los mit dir? Miau, miau. Können wir uns nicht mehr einbilden, dass wir mit der Katze reden können? Warum redest du nicht mit mir, Mr. Midnight? Bitte tu mir das nicht an. Schnurr. Sprecht mit mir, Mr. Midnight. Das ist nicht lustig. Es ist dieser Ort, oder? Du musst hier weg, damit du wieder mit mir sprechen kannst. Dieser Ort, ist dieser Ort gerade Realität, oder wie?
Ich bring dich nach Itersta, mein Liebling. Palantras kann uns helfen. Nichts wird uns je wieder entzweien, das verspreche ich. Miau. Ich bin gleich wieder da. Ich muss Dr. Dorn helfen. Er scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Heißt helfen, du musst den... Hier wird... Okay. Was ist denn das? Eine Spritze mit einer roten Flüssigkeit. Was ist das bloß? Vielleicht Blut? Das brauche ich nicht. Jemand muss Gehirn und Köpfe sehr mögen. Röntgenbilder. Das muss Dr. Dörns Kopf sein. Der alte Mann schon wieder, Dr. Oswald. Dr. Dorn, geht es Ihnen gut? Aufwachen bitte, Dr. Dorn. Machen Sie auf. Leben Sie? Ach, wie kann ich ihn nur wecken? Mit ein paar Stromstößen vielleicht? So? Was haben wir denn hier? Ah, diese Knöpfe machen gar nichts. Vielleicht das da? Was macht dieser Hebel? Nochmal? Autsch, elektrischer Schlag. Ich glaube, ich lasse es hier. Ich lasse es hier? Was denn? Also, was muss er da machen, oder? Wir haben... This is Electroman haben wir bekommen als Errungenschaft. Schön. Aber was... Ist er jetzt wach? Dr. Dorn, geht es Ihnen gut? Aufwachen bitte, Dr. Dorn. Machen Sie auf. Leben Sie? Ah, wie kann ich ihn nur aufwecken? Vielleicht mit der Spritze. Natürlich klar, dass man... Ah, vielleicht weckt ihn das auf. Dieses Gesicht zu dem... Was? Oh, verdammt, was war das? Keine Sorge, Dr. Dorn. Ich bin es, Fran. Um Gottes Willen. Ob ich mich an seiner Stelle freuen würde, weiß ich nicht. Oh, was? Ich sehe nicht so gut. Fran Bau aus der Oswald-Anstalt. Wir waren auf dem Friedhof. Verändern Sie sich? Fran? Was ist geschehen? Warum bin ich an einen Stuhl gefesselt? Was hast du getan? Oh, ich versuche, Ihnen zu helfen. Das große Monster brachte Sie her. Wir müssen los. Komm schon, Fran. Monster? Ich habe keine Lust, Spielchen zu spielen. Okay, es war überhaupt kein Monster. Ich möchte nur helfen. Oh, Dr. Oswald und Tante Grace? Was? Aber was machst... Nee. Aber was macht sie denn hier? Ich dachte, du hättest sie angekettet. Ah, das habe ich getan. Ich habe doch gesagt, sie ist schwer zu zähmen. Was zum Henker passiert hier denn bitte gerade? Soll ich sie für sie loswerden? Mich loswerden? Tante Grace, warum sagst du so etwas? Wer ist dieser alte Mann? Wie niedlich. Du klingst genau wie deine Mutter, als sie jung war. Meine Mutter? Sie kennen sie? Wer sind sie? Ich bin Dr. Oswald Harris. Ich weiß alles über dich, Fran. Aha. Oswald? Wie in Oswald anstatt? Ja, Fran, der gleiche alte Mann. Aber woher kennen Sie meine Mutter und meine Tante? Weil die Zwillinge sind und er hat mit den Experimenten angestellt? Keine Ahnung. Nun, vor 4 Jahren habe ich die großartige Komplexität von Zwillingen untersucht. Ach, war er das, der die anderen beiden, Mia und Dingsbums zusammen, ich kann mir mal beide Namen nicht merken, zusammengenäht hat? Lucia und Grace waren Teil meiner Studie. Sie halfen mir, den Schlüssel zum Erfolg zu finden. Der Schlüssel? Wussten Sie, dass meine Eltern ermordet wurden? Ja, natürlich. Remo hat ganze Arbeit geleistet. Was? Oh Gott. Seine Manipulationsfähigkeiten sind außerordentlich. Ich verstehe nur nicht, wie du dabei so ruhig bleiben kannst. Immerhin warst du es, die das Messer gehalten hat. Ich bin nicht ruhig. Wer ist Remo? Warum jagt er mich? Sagen Sie es mir. Remo ist die Manifestation deiner Schwäche. Eine geblendete und machtvolle Manifestation deiner Ängste. Aber warum würde das Monster meine Eltern töten? Das war nicht das Monster, Finn. Weil deine Eltern sich in meine Arbeit eingemischt haben.
Aber ich habe dir sogar einen Gefallen getan. Du leidest. Und Schmerz steht in Verbindung zu Wachstum und Stärke, Fran. Oswald, bitte. Tun wir einfach, was wir tun müssen. Tante Grace, sei nicht so böse zu mir. Wir sind eine Familie. Gehen wir. Mein Kätzchen und ich finden einen Ort, wo wir dich nicht stören. Bitte lass uns einfach gehen. Ja, du hast recht, Fran. Tut mir leid, dass ich so gemein zu dir war. Kommt schon, wir gehen. Klar! Oh Gott. Hey, Obi! Geh mit deiner Tante, Fran. Es ist nicht das, was du willst. Dr. Dern? Dr. Dern? Okay, Dr. Dern ist nicht da. Okay. Fran, mein Schatz, hör mir zu. Du musst wissen, dass Dr. Oswald nur das Beste für dich will. Als Lucia mir mit dir schwanger war, wusste er, dass du ein ganz besonderes Mädchen sein wirst. Er sagte, wir sollten gut auf dich aufpassen. Aber deine Mutter hat uns verraten. Sind das Leichenkisten? Sie wollte dich vor uns verstecken. Sie dachte, wir wollten dich töten, aber das stimmt nicht. Oswald will wirklich nur dein Bestes. Damit das geschehen kann, musst du ihm erlauben, ein kleines Experiment mit dir zu machen. Und dann wird alles gut werden? Natürlich. Aber es gibt noch eine Sache, um die wir uns kümmern müssen. Wag es nicht. Dieser kleine Verräter muss weg. Oh Gott. Nein! Nein, Kätzchen! Oh Gott. Komm schon, Fran, hör auf zu weinen. Die Katze ist jetzt tot. Aber er war mein Freund. Du hast meinen besten Freund getötet. Du hast auch mitgeholfen, meine Eltern zu töten, oder? Wie kannst du noch in den Spiegel schauen? Ich hasse dich! Na, no, ich hasse dich! Ja! Go, Fran, go! Entschuldigung, aber... Fran! Hilfe! Hilfe! Bitte Hilfe! Ich glaube, dir hilft keiner mehr. Das hast du selber zu verantworten. Wie er dann seinem Rollstuhl ankommt. Oh. Wag es ja nicht, Grace anzufassen, du kleines Monster. Oh mein Gott! Sie ist total verrückt! Bringen Sie zu mir. Ich führe das Experiment durch, solange sie noch warm ist. Zur Hölle! Was ist denn hier los? Was soll das denn? Was? Was? Ich muss jetzt das Gehirn extrahieren, natürlich. Und dann spielen wir Ghost in the Shell, oder wie? Fran? Geht es dir gut? Was haben Sie mit ihr gemacht? Sie hat versucht, mich umzubringen. Sie hatten recht, Dr. Dern. Fran war krank. Aber... Sie blutet. Ich kümmere mich um sie. Nein, das werden sie nicht. Sie gehört jetzt mir. Ich habe seit vielen Jahren auf diesen Moment gewartet. Ich habe das richtige Kind gesucht, das richtige Gehirn. Jetzt, da ich sie habe, kann mich nichts aufhalten. Edward! Oh, Fran, alles wird gut werden. Oh Gott, Edward. Wer sind Sie? Ich bin Edward, der über den... der über den viele Kinder reden. Aber Sie sind kein Mensch. Ectobro, Ectoprot, Palantras, Manokaist. Oh, Palantras! Gosga! Edward, ich habe ihn gefunden. Oh mein Gott, bleiben Sie von dem Mädchen weg. Lassen Sie sie in Ruhe. Mr. Midnight.
Die kleine Fran muss geheilt werden. Glaubst du, du kannst den gleichen Körper benutzen? Ja, sie ist noch nicht gänzlich fort. Los geht's! Oh, Mutter Mabuka, du hast die Unschuld des Kindes genommen. Fran ist jetzt tot und lebendig. Wache in der Dunkelheit auf, Fran, und du wirst zum Licht gehen können. Was ist passiert? Edward? Palantras? Mein Kopf tut weh. Mr. Midnight? Wie? Kätzchen, du lebst! Na, ich hab dich so vermisst. Bitte sag etwas. Fern, wir müssen gehen. Gehen? Okay. Dr. Dunn, schauen Sie, das sind Edward und Palantras. Ich habe ihnen von ihnen erzählt. Ich habe ihnen gesagt, sie sind echt. Glauben Sie mir jetzt? Er kann dich nicht hören. Ich glaube, er steht unter dem Einfluss von Mabuka. Wir müssen jetzt wirklich gehen. Na dann. Aber kann er mitkommen? Bitte? Er war sehr nett zu mir. Er wollte mich nur beschützen und mir helfen. Wir können ihn nicht mitnehmen, tut mir leid. Aber wir können ihn glauben lassen, dass all das ein Traum war. Er wird aufwachen und glauben, nichts von alledem ist passiert. Aber er wird sich nicht an dich erinnern, Fran. Verstehe. Naja, das ist wohl okay, solange er sicher ist. Das ist sehr nett. Endlich siehst du weiter als deine eigenen Wünsche. Du wirst eins mit allen werden. Deine Eltern werden sehr stolz auf dich. Glaubst du wirklich? Danke, Palantras. Oh. Schicken wir Dr. Dörr nach Hause. Marcel Dörn, Oanum Vekam Sudansla Ecto. Auf Wiedersehen, Dr. Dörn. Gehen wir, Fran, es gibt so viel, dass du sehen und lernen musst. Oh, das klingt nach Spaß. Auf geht's, Kätzchen. Natürlich, auf geht's. Vieles weiß ich immer noch nicht. Aber eins weiß ich. Bei der Wahl zwischen Schuld und Angst wähle ich das Glück. Okay. Created by Natalie Figuora. Ich glaube, das ist ja eine. Das sind nicht viele Personen, die dieses Spiel gemacht haben. Anscheinend bis jetzt zu zwei. Wow. Drei. Okay, die hat sehr viel gemacht, die Frau. Ich glaube sogar, dass die sich ihr Haus damit finanziert hat. Da habe ich mal ein Bild gesehen davon. Alter Schwede, wir haben Fran Bo durch. Eins der... Das ist ja mega witzig. Das ist ja putzig. German Translation by Thomas Rainbird LP Schneiders. Rainbird LP. Wow. Jetzt kommt der ganze Beta-Squad. Wir haben Fran Bo durch und alter Schwede, was war das denn? Das war eins der, Entschuldigung, der abgefucktesten psychologischen Spiele, die ich je gespielt habe. Also, ich glaube, wenn man auch so nicht so das Gefühl dafür hat, für so ein bisschen, ich mache übrigens Überlänge bei dem Part, wenn man da nicht so ein bisschen das Gefühl hat für so einen psychologischen, metaphorischen Unsinn, glaube ich,
ist das nicht so das rechte Spiel, aber ich stehe unheimlich darauf und ich muss sagen, es war für mich etwas neu, weil es keine Synchro gab, die musste ich machen. Ich hatte etwas Angst, dass euch das nicht gefällt, wie ich das mache, aber anscheinend habt ihr das ja... Und to you, who believed in us? Aber ihr habt das ja anscheinend ertragen, sozusagen. Und meine Theorie wäre jetzt, dass dieser Oswald hat irgendwelche Experimente gemacht in dieser Anstalt. Und, ne, auch wegen diesen Zwillingen, deswegen war auch ihre Mutter, Frans Mutter und die Tante mit involviert. Und, Frans Mutter und Vater haben dann vielleicht irgendwann rausbekommen, dass das keine guten Experimente vielleicht sind und wollten deswegen, ja, dagegen schießen oder, ja, vielleicht Oswald verraten. Und Oswald wollte vielleicht, danke fürs Entwickeln von Frambo. Er ist von 2015, so lange will ich das schon spielen. Und, ich glaube, dass halt Oswald immer weiter Experimente machen wollte. Und er wollte unbedingt an Frans Gehirn dieses Experiment machen. Im Endeffekt glaube ich, dass er es geschafft hat. Ich glaube nämlich, Fran ist tot. Dass die das irgendwie geschafft haben. Und der Auftritt von... Jetzt sind wir wieder am Stapel. Stimmt, der Auftritt von Edward ist sozusagen... Der Auftritt von Edward ist das, was, was das ganze Spiel über stattfindet, nämlich Frans, ja, Imaginarität halt, diese Vorstellungskraft, die sie hat. Und ich denke mal, was wir zum Schluss gesehen haben, war einfach noch so, was sie sich vorgestellt hat, wie es enden sollte. Das ist alles sehr schwer zu erklären, muss ich sagen. Es ist aber meine Interpretation da drin, ne? Dass ich glaube, dass die schon das geschafft haben, an Fran ranzukommen und das alles andere, so Remor und Mabuka und vielleicht war Leon so wie auch jemand, der unter den Experimenten von Oswald gelitten hat. Ich glaube auch, dass die Sache zum Beispiel, dass sie vertuscht haben, dass Fran, sie haben ja so getan, als ob Fran schon tot ist, ne? Als ob sie verhungert ist nach dem Tod ihrer Eltern. Das haben sie, glaube ich, deswegen gemacht, dass die Leute nicht nach Fran suchen. Deswegen haben sie doch einfach die Katze reingelegt, weil ich glaube, Mr. Midnight ist auch tot und lange tot und die haben das vertuscht, weil sie wussten, die wollen ja an Fran rankommen, an ihr Gehirn sozusagen rankommen. Und das ist alles mega traurig eigentlich. Es ist eigentlich super, super traurig, aber das ist so gut umgesetzt, muss ich sagen. Das ist wirklich richtig gut umgesetzt. Der psychologische Faktor, der metaphorische Faktor, ich sollte dieses Spiel mal meinen Vater spielen lassen. Ich glaube, der hat sehr großen Spaß dran. Mein Papi ist nämlich Psychologe. Und, Der würde, glaube ich, seinen Spaß in diesem Spiel finden. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Es hat auch Spaß gemacht, das immer so ein bisschen mit den verschiedenen Stimmen. Ich fand auch die Spielmechanik wirklich toll und ich finde das unglaublich gut umgesetzt. Ne? Auch, dass man jetzt so viel reininterpretieren kann. Und ich weiß, ich sage das eigentlich nach fast jedem Let's Play, was irgendwie ein bisschen mehr Interpretationsspielraum lässt. Ich kann immer nicht so viel sagen. Ich kann jetzt nur gerade sagen, was mir so im Kopf kommt. Und alles andere machen wir dann am besten in den Kommentaren auch, so wie immer. Ihr könnt gerne schreiben. Ich habe bestimmt auch die Hälfte jetzt vergessen, ne? Die man interpretieren kann. So diese ganzen Szenen, die wir erlebt haben. Halt, ne? Das Einzige, was mir gerade einfällt, sind halt die beiden Zwillingsmädchen. Die haben, glaube ich, das war halt auch ein Experiment von Oswald. Das hat ja selbst um wieder auf das seltsame Thema zu kommen, in Auschwitz hat das ja, haben die ja auch Experimente durchgeführt, gerade an Zwillingen und an kleinen Kindern. Das war wohl damals so ein Thema gewesen, weil man dachte, Zwillinge sind was sehr, sehr Besonderes und da muss man irgendwie, daraus muss irgendwie Profit geschlagen werden. Und ja. Ja, mehr fällt mir gerade gar nicht ein, ja. Und ich denke, Eterster ist sowas wie der Himmel. In den Fran zwischenzeitlich war, aber da sie noch nicht tot war, durfte sie die da noch nicht sein. Fran schwankt die ganze Zeit zwischen Leben und Tod und Leid und Schmerz, ne? Und zum Schluss hat sie sich für das Glück entschieden. Vielleicht ist das Glück einfach nur halt wirklich, dass es besser ist, vielleicht tot zu sein. Ich weiß es nicht, das klingt hart, ne? Aber... Ja. Mehr kann ich gerade nicht sagen, außer
Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei euch. Das bedeutet mir immer sehr, sehr viel. Auch für die stillen Zuschauer, die nicht schreiben. Ihr müsst... oh Gott, jetzt reiße ich mir meine Kopfhörer ab. Ihr müsst auch weiter nichts schreiben, keine Angst. Ich bin auch ein stiller Zuschauer bei YouTube. Ich kommentiere auch nicht bei anderen Leuten. Von daher kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Ich freue mich aber natürlich über jede Kommentare, über eure Meinung, über alles, was ihr da so schreibt. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Das ist mir wirklich, ja, das versüßt mir mal den Tag. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, was ich als nächstes spiele. Ich muss mich erstmal in Ordnung bringen, glaube ich. Gesundheitlich und überhaupt, ne, so... ich muss erstmal wieder lernen, irgendwie die Wochentage auswendig lernen oder so, keine Ahnung. Aber es wird, denke ich mal, natürlich weitergehen, auf jeden Fall. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in einem nächsten Projekt wieder. Bis dann, tschüss!